Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich hier auf SimRaceTV. Übertragung des GT3 Cup.net GSMF Cups. Heute auf dem Norrisring. Und A ist generell, egal was auf diesem Norrisring gefahren wird, ist generell Wahnsinns-Action vorprogrammiert. Das kann ich euch versprechen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir das hinkriegen. Leider ist Jens Purkut erkrankt. Und wir hatten auch noch mit ein paar technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich hoffe, die sind jetzt behoben. Und ja, jetzt werden wir uns mal hier dem Ganzen zuwenden, weil das erste Qualifying ist bereits beendet. Und wir schauen mal so ein bisschen, wer hier wo, wie, was bisher eingefahren hat. Ich muss das hier leider noch ein bisschen korrigieren, das Bild. Denn wir müssen hier noch ein paar Sachen machen, die... Ja, so sollte das funktionieren. Alles wunderschön. So, und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen in der Übersicht an. Das heißt, wir gucken es nicht an. Ich gucke es mir an und ich erzähle es euch. Ihr könnt aber auch selber gerne mitgucken. Und zwar auf gt3cup.net. Oben Service GSMF und dann auf Live-View klicken. Und dann könnt ihr diese ganzen Sachen mitlegen. Und wir haben eine kleine Sensation hier heute. Und ich habe es beinahe befürchtet, da ich gestern schon so ein bisschen beim Trainieren mal ein bisschen so gelauscht habe. Investigativer Journalismus nennt man das. ja, und zwar Stefan Karnitz. Stefan Karnitz steht hier auf der Pole mit 28.000stel vor Andrzej König. Und sollte Stefan Karnitz hier heute Andrzej König noch mal so ein bisschen Punkte abnehmen, dann wird der Meisterschaftskampf zwischen Andrzej König und Alex Rambo, seinem Teamkollegen, doch noch ein Ticken spannender. Zumal Jörg Lang und Achim Krause beide vor Alex Rambo momentan sind. Hat noch nichts zu sagen, weil dieses ist nur das erste Qualifying. Wir fahren jetzt das Top 10 Qualifying und das wird natürlich dann jetzt nochmal ein richtiger Brüller und wir werden sehen, was wir jetzt hier in der zweiten Qualifying Session am Ende für eine Startreihenfolge bekommen. So. Jetzt haben wir das hier wunderschön in der Übersicht. Genau, so machen wir das. Gut, die Zeit ist um. Ich hoffe mal, ja, der Robert ist hier schon da. Ich gehe mal ganz kurz nachfragen oben im Channel, ob er das bis zum Rennstart durchzieht oder ob ich das machen soll. Ich bin sofort wieder da. So, alles wunderbar. Wir können uns jetzt hier volles Programm auf den Stream konzentrieren und da freuen wir uns doch jetzt mal ganz gewaltig drauf. Ich sehe gerade, mir fehlt hier noch so ein bisschen Tastatur. Das wird hier ganz schwierig ohne Tastatur. Das heißt, wir haben zwar eine, aber schön ist das nicht, weil da fehlt uns ein bisschen was. Deswegen versuchen wir jetzt mal hier noch was ranzustecken. Ich hoffe, dass die das mitmacht. Allerdings bei dem Glück, was wir heute so hatten hier insgesamt, bezweifle ich, dass das jetzt funktioniert. Wahrscheinlich sind jetzt die Batterien alle oder sonst dergleichen Dinge. Also total hektischer Tag und total Chaos. Deswegen auch die Verspätung, die ich bitte zu entschuldigen. Es ist, ja, ihr wisst, wir versuchen das Möglichste, dass wir hier pünktlich an den Start kommen, aber das war heute leider nicht möglich. So, dem lieben Jens wünschen wir von hier aus dann mal noch ein bisschen gute Besserung. Der hat mich auch zwischendurch angechattet. Jens, ich hatte überhaupt keine Zeit, dir zu antworten. Ja, es gab Probleme, wenn dir die Antwort hilft. Gut. Ja, so, jetzt sollten wir mal irgendwie in der Session weiterkommen. Ich denke mal, die Leute sind auch alle in der Box, da fährt auch keiner mehr.
Ja, Norrison ist die COM8-Variante und zwar so, wie er sie released hat. Ich glaube, gehört zu haben, es gab in der VR, die ja auch diese Mod fahren, kleinere Anpassungen. Ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Stefan Teigler, der Admin vom GPCC, also unsere, ja, die einzige Liga, die, jetzt beginnt das zweite Quali, sehe ich gerade, die einzige Liga, die diese Mod noch fahren darf, gestern hier neu runtergeladen hat und wie ich das gehört habe, soll es wohl im März einen neuen GPCC geben. Also dann haben wir hier wieder zweimal die Woche oder ja, zwei Ligen, die diese sensationelle Modifikation fahren. So, und irgendwie kommen die Herrschaften hier nicht aus der Box. Wir schauen mal, was hier vorne geht. Genau, Stefan Karnitz hier in der ersten Qualifikation sensationell auf den ersten Platz gefahren. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist ihm diese Saison, glaube ich, noch nicht gelungen. Da haben entweder Rambo oder König vorne gestanden. Heute dann Stefan Karnitz. Und ich meine, die Älteren unter euch, die schon länger im Simracing unterwegs sind und Stefan Karnitz kennen, wissen, dass man ihm sowas auch zutrauen kann. Und er hat halt hier auf dieser Strecke tatsächlich trainiert. Und das ist dann der Grund dafür, weswegen er hier auch so super schnell ist. Und es ist auch ein Zeichen, dass die Jungs König und Rambo durchaus schlagbar sind. Also sie sind nicht unschlagbar. Und das freut mich eigentlich am allermeisten. Das muss ich sagen, das ist eigentlich so die Variante, wo ich sage, okay, großartig, dass hier auch nochmal einer wirklich direkt Paroli bieten kann. Wir haben natürlich auch in anderen Rennen hier in dieser Saison schon gesehen, dass da Leute rankamen an die beiden, aber so wirklich vorbeigekommen sind sie nicht. Jetzt bleibt nur abzuwarten, dass es hier in der ersten Kurve keine allzu großen Probleme gibt mit Stefan Karnitz, dass er da sauber durch die Kurve durchkommt und da nicht von hinten durch die Gegend geschoben wird. Die Gefahr besteht natürlich, aber erstmal muss er natürlich auch hier in dieser Session jetzt im Top 10 Qualifying auf Pole fahren und das bleibt erstmal abzuwarten. So, es sollten jetzt so langsam erste Zeiten hier kommen und jetzt müssen wir mal schauen, haben wir jetzt hier. Oh, die Tastatur geht, ich werde verrückt. So. Jetzt gibt es hier tatsächlich Zeiten. Alex Rambo fährt auf 2, König auf 1 und Karnitz momentan nur in Anführungsstrichen Dritter, allerdings mit einer mörderschlechten Zeit. Also das kann definitiv nicht sein Ernst gewesen sein. Und wir werden mal abwarten, was ihm jetzt hier noch gelingt. Die Spitzkehre hier, die ist ihm auch nicht sonderlich gut gelungen. Ich glaube, die geht noch ein bisschen enger anzufahren. So, gucken wir mal uns das Ganze hier an und hoffen mal ganz schwer, dass das auch funktioniert. Jetzt fährt er erstmal auf Platz 3. Allerdings noch weit weg von seinen Zeiten. Und ich sehe aber, König hat hier eine 49.182 hingelegt. Ich glaube, die Zeit von Karlsruhe war eine 49.16. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, müsste ich jetzt nachschauen. Aber definitiv ist das auf alle Fälle hier eine spannende Geschichte mit den dreien. Jörg Langen dagegen momentan auf der 4, aber auch schon mit 49er Zeiten. Und ich sag mal, die 49 könnte eventuell auch noch fallen. Also Jörg Lang jetzt hier im ersten Sektor schneller. Wobei ich mir immer gar nicht so wirklich sicher bin. Ja doch, es war der erste Sektor. Die Strecke ist so kurz, dass man hier. So, und jetzt hat er 12.000 Rückstand. Gucken, ob er jetzt Karnitz vom dritten Platz verdrängen kann. Wenn er die Runde jetzt hier sauber nach Hause kriegt, dann sollte das funktionieren. Die Strecke zeichnet sich halt wirklich aus durch extreme Unebenheiten hier im Asphalt. So, Platz 2 für Jörg Lang. Er verdrängt nicht nur Stefan Karnitz, er verdrängt auch Alex Rambo. So, jetzt gucken wir mal zu Rambo hin, was der treibt. Der fährt auch, hatte auch gerade eben, habe ich noch was Grünes blitzen sehen, hatte wohl auch eine Bestzeit im ersten Sektor.
hat er nicht. Im Zweitsektor 45.000stel Rückstand. Das wäre langsamer als Langen. Das sah jetzt aber gut aus. Jetzt werden wir schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ah, nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. 0,169 Sekunden zurück, also etwas über anderthalb Zehntel. Ah, er kommt auch in die Box. Okay. So, dann gucken wir mal zu... Oh, ja, nee, von wegen. Natürlich hat es gereicht. Er ist auf Platz 2. Also Karnitz jetzt Vierter. Jetzt gucken wir mal, was der macht. Der fährt auch. Aber momentan ist da noch nicht so wahnsinnig viel drin. Und wenn wir uns jetzt mal die Zeiten der ersten vier angucken, 49.109, 49.154, 49.218. Ja, und Stefan Karnitz jetzt, dem fehlt noch so ein bisschen, ja, der kleine Tick, die knappen vier Zehntel. So, und das ist jetzt schon mal besser geworden. Er ist jetzt 49.329 gefahren. Das heißt, die ersten vier sind innerhalb von zwei Zehntel Sekunden. Und zwar insgesamt von genau 0,220 Sekunden, die ersten vier. So, jetzt kommt er auch in die Box. Also der holt sich jetzt hier noch definitiv nochmal frische Reifen. So, Alex Rambo, das sieht hier sehr... Ah, die Herrschaften fahren jetzt zusammen raus, nämlich Rambo und König. So, aber Wind hat ihn nicht. So, da hat sich jemand gefragt. So, an die ganzen Freunde von... SimRacing.org. Die Regeln werden irgendwie heute Nacht irgendwann online gestellt. Morgen früh sind sie jedenfalls da. Also macht euch da mal keine Gedanken. Das war heute alles hektisch, was das nicht schaffen könnte. Und der Sebastian Röhn und der Simon Rüsch, die arbeiten da auch nicht da. Zu leise on board. Das ist ja Unding. Sonst war ich immer viel zu laut. Oh, jetzt kommt das hier rein. Nö, eigentlich ist das hier laut genug, aber wir können das hier gerne noch ein bisschen hochstellen. Also vielleicht ist es jetzt besser, ich hoffe mal. Ja, Stefan, ich hab's, der Jens hat es auch gerade geschrieben. Vielen Dank für die Hinweise. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ansonsten müssen wir dann die Motoren-Sounds noch ein bisschen runternehmen, aber das wäre schade, weil die klingen so gut. So, König jetzt nicht wirklich viel besser geworden, aber Rambo ist auf die 1 gefahren. Das habe ich jetzt vor lauter... Boah, guckt euch das an hier, guckt euch das an. Auf den Millimeter hier, das ist ja fast so eine Wall of Champions wie in Montreal. Also, wenn man hier aus dieser Schikane da rausgeschossen kommt... Also momentan Rambo hier und die erste 48 ist gefallen, nämlich mit von Alex Rambo. Und auch König fährt nochmal eine bessere Zeit, aber noch keine 48. Und Rambo jetzt hier mit einer 48.985. Also jetzt wird es langsam spannend hier, was die Jungs hier machen.
Vielleicht haben sie sich das so ein bisschen, unsere Moderatorenkritik so ein bisschen zu Herzen genommen, dass man zuletzt hier, ja, schaut euch das an hier, wie eng das zugeht. Für dieser Maulen. Dass die beiden immer gleich am Anfang ihres Top 10 Qualis oder überhaupt des Qualifyings eine barbarisch schnelle Zeit hinlegen und dann der Rest irgendwie sich strecken muss, dass er wenigstens ansatzweise in die Nähe kommt und eigentlich das Quali dann gelaufen ist. Also hier machen sie es heute ein bisschen spannender, kann aber auch dran liegen, dass die Strecke so kurz ist, beziehungsweise die Konkurrenz hier auch deutlich mehr trainiert hat. So, jetzt ist aber mal eine ganz spannende Geschichte, weil jetzt ist nämlich Rambo hier hinter Lang. Und Lang ist meines Wissens auch unterwegs auf einer schnellen Runde. Schauen wir mal, der ist nämlich auf der 3. Genau, ups, und da war ein Fahrfehler. Vielleicht hat er das auch so nur angetäuscht, um Rambo vorbeizulassen. Glauben wir jetzt mal nicht. So, Rambo nach wie vor, der kommt auch in die Box. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal ein bisschen Jörg Lang zu. Also mein großes Lob an den Alex Hummler. Ich habe ihn ja bewundert auf seiner... Ups, nee, also jetzt hier Lang ist hier jetzt wohl so ein bisschen versucht, hier irgendwo Dinge, die er vielleicht bisher noch nicht probiert hat. Also das geht hier momentan schief. Gucken wir nochmal nach Stefan Karnitz, was der so treibt. Der ist auch auf der Strecke. Aber ich glaube noch nicht auf einer gezeiteten. Ja, doch. Nee, aber wenn, dann ist er jetzt 13. zurück. Wenn die Zeit hier stimmt. Also auf alle Fälle wird es ein Hammer-Rennen, das kann ich euch versprechen. Wir haben letztes Jahr in der GT1 Langstreckenserie diese Strecke gefahren mit über 30 Autos, mit Fahrerwechsel irgendwie 300 Meilen. Es war ein Hammer-Event. Es war eins der besten Events, die wir bisher überhaupt veranstaltet haben. Also es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Da gibt es auch noch irgendwo einen Livestream drüber in der Mediathek, müsst ihr mal schauen. Bei simracing.de müsste der stehen irgendwo. GT1 Langstreckserie 2011 Norrisring. So, jetzt Karnitz aber schneller hier. Jetzt Karnitz ungefähr da, wo er sich hinhaben wollte. Also hier jetzt wirklich richtig gut rausgekommen aus der letzten Kurve, raus auf diese ewig lange Start und Ziel. Jetzt wollen wir hoffen, dass er... Jetzt kommt er in die Box. Eieiei. Das ist natürlich ganz bitter. So. So, und Andrzej König jagt natürlich jetzt auch noch seinem Teamkollegen hinterher. Das wäre natürlich jetzt ganz bitter, wenn er jetzt hier nicht auf Pol stehen würde, obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn die beiden vorne sind, dann wird die erste Kurve auch richtig, richtig spannend. Und es kommt ja noch dazu, dass Stefan Karnitz ein exzellent guter Starter ist. Also mit seiner ganzen Pedalerie, die er sich da so zusammengebaut, gekauft, was auch immer hat, da ist er ja auch richtig gut unterwegs. Wir erinnern uns an René Herzig, der ja auch im Pirmesi diese Mörderstarts hinlegt. Das ist hier bei Karnitz ähnlich. So, jetzt König aber mit Bestzeit im ersten Sektor. 13.000stel. Das sind Welten hier auf dieser Strecke. So, jetzt gucken wir, was passiert hier. Nye, 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 nye. Platz 1. Platz 1 für Andrzej König, irgendwie war es nicht anders erwarten, mit 38.000stel setzt er sich vor seinen Teamkollegen Alex Rambo. Das nenne ich doch mal Spannung. So, jetzt gucken wir mal, was machen die, der Drittplatzierte, der hechelt derzeit hinterher. Keine Frage, aber was macht Karnitz? Karnitz hat im ersten Qualifying
hier Pol gefahren, allerdings nicht mit einer 48er Zeit. Das war eine ganz niedrige 49.1. Oder 49.129, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Das reicht jetzt hier definitiv nicht mehr. Und auch hier eine halbe Sekunde Rückstand, das ist überhaupt gar nicht mehr aufzuholen. Da hätte er ja selbst mit dem Formel 1 Auto noch Probleme, das jetzt wieder rauszukriegen. Aber gut, die Erstrunde muss man ihm jetzt auch erstmal zugestehen, weil er muss schon erstmal die Reifenbahn kriegen. So, gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Nee, auch nicht. 0,229 Sekunden zurück. Bleibt bei Platz 4. Also guckt euch das an, 0,283 Sekunden und der Junge steht auf Platz 4. Also, was will man da großartig dazu sagen? Ja, es ist schon wirklich erstaunlich, was hier so teilweise geht und was hier nicht geht. Aber, ah ja, jetzt sehe ich es gerade, warum ich hier so leise bin. Okay, jetzt dürfte es lauter werden, denke ich mal. Jetzt ist es wahrscheinlich sogar zu laut. So, ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Er kriegt es nicht hin, Stefan Karnitz kriegt es nicht hin, es ist nichts zu machen. Ich sage mal, wie es momentan aussieht hier. Angie König momentan mit einer 48.947 vor Alex Rambo, 48.985, 38.000. Unterschied, dahinter Jörg Lang mit 0,271 Sekunden Rückstand, nämlich mit 49.218. Und Stefan Karnitz dahinter nochmal mit 12.000. Rückstand hinter Jörg Lang mit einer 49.230. Dann geht's weiter mit Andreas Oehrlich, 49.619. Dann Achim Krause, 49.633. Jörg Kamani, 49.718. Matthias Enke, 50.178. Und Andreas Borde mit einer 50.237. Also das ist schon echt ein Brunner hier. So, aber jetzt sind es nur 72.000. Das könnte zumindest noch, ja, es reicht für Platz 3. Also Platz 3 hat er und er ist, glaube ich, jetzt nochmal schneller. Allerdings die 73.000, die reichen nicht, weil Platz 1 und 2 sind lediglich 38.000 getrennt. Und das ist schon viel zu viel. So, jetzt müssen wir gucken, was macht Jörg Lang. Oh, 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 oh. Der hat jetzt noch eine Minute 50 Zeit. Jetzt sind es 50. Um eventuell sich den dritten Platz wiederzuholen. Das wird ein Hammerbrüller, wird das. Ich bin total aufgeregt und mein lieber Jörg, Jörg sage ich, mein lieber Jens, dass du hier heute fehlst, ehrlich, also einen blöderen Termin hättest du dir echt nicht aussuchen können für Erkältung. So, was macht er jetzt hier? Ah, er versucht hier möglichst viel Schwung mitzunehmen auf die Start und Ziel. Ob das jetzt das richtige Rezept war, weiß ich nicht, aber es muss wohl irgendeinen Sinn haben. So, gucken wir mal, was treibt er jetzt hier? Oh, das war zu weit raus. Das war zu weit raus, das war nichts. Aber er hat noch eine Runde. Er hat noch eine Runde. Ja, wir sehen es. Über eine halbe Sekunde Rückstand. Das war dieser Verrutscher da.
jetzt versucht das auf dem normalen Weg. Ja, das sieht gut aus. Hier hat er, die hat er richtig gut gekriegt, jetzt hier die Spitzkehre. Jetzt geht's hier auf die Schikane zu. Wir gehen mal onboard. Und hier den richtigen Einlenkpunkt treffen ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Neben der Spitzkehre. Sehr viel mehr Kurven gibt's hier auch nicht. Er hat auch die Zielkurve noch. Ähnlich wichtig. Und jetzt schmeißt er das Auto hier rum, aber er bleibt stehen. Nein, nein, das wird nichts mehr. Das war's. Jörg Lang kommt jetzt mit Sicherheit in die Box. Ja, sehr schade, sehr schade. Also, hat alles versucht. Platz 4. Somit haben wir jetzt definitiv eine Aufstellung. Erste Startreihe mit Andrzej König und Alex Rambo. Zweite Startreihe mit Stefan Karnitz und Jörg Lang. Achim Krause, Andreas Oerlich auf Platz 5 und 6 in der dritten Startreihe, vierte Startreihe für Jörg Kormani und Matthias Enke, fünfte Startreihe Andreas Borde, Sascha Engelhardt, Platz 11 für Edgar Ostermann, Christian Wilms auf der 12, Felix Appelt auf der 13, Daniel Lange-Jägermann auf der 14, super Daniel, der hat's noch geschafft, Yves Mlekos auf der 15, auf der 16 Mario Schili, Tom Krüger auf der 17, Sascha Keimer auf der 18, Fred Donke auf der 19, Thomas Pacher auf der 20, Andreas Braun 21, Hans-Peter Maid auf der 22. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich hier scrollen könnte, kann ich aber nicht. Warum kann ich das nicht? Müssten ja eigentlich noch ein paar sein. Weil eigentlich fehle ich ja hier auch irgendwo. Wo bin ich denn hier? Ah, auf der 23. Okay, dann sind es die 22. Meine vorhin hier 24 gesehen zu haben. So. In Kürze startet das Warm-up und dann werden wir uns hier mal so ganz unter uns über den Meisterschaftsstand unterhalten. Das heißt, ich werde versuchen, euch da mal so ein paar Dinge zu erklären, wie das hier momentan aussieht, weil es ist nämlich wirklich irre spannend. Und ja, gucken wir mal, aber da warten wir noch, bis das Ding hier umgeschaltet hat. Und bis das hier der Fall ist, ich hoffe, dass das funktioniert. Nö, funktioniert nicht. Gut, dann gehen wir wieder live. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir hier ein Video haben, aber haben wir nicht. Haben wir hier einen Rand? Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Sehe ich gerade. So. Ist aber immer noch nicht gut. Das ist jetzt zu viel des Guten. So. Gut. Also wie gesagt, heute wundert mich gar nichts, was die technischen Defekte betrifft. Aber im Großen und Ganzen ist ja alles recht gut gelaufen bisher. Wir haben ein extrem spannendes Qualifying gesehen und gehen jetzt mal rüber zum Warm-up. Ich denke mal, die Fahrer sind jetzt alle so mehr oder weniger drinne. Ja, ja, da ist keiner mehr unterwegs. Alles ist gut. So. Fein, da sehen wir die alle. Lustig, dass über diesen Porsches da oben Mercedes-Benz drüber steht, aber natürlich, da geht's und Audi, geht natürlich hier, die Strecke ist natürlich für die DTM so ein bisschen, aber hallo, ja. Das muss ja nur auch nicht sein. So, das Warm-up hat begonnen, die Herrschaften fahren raus und wir schauen mal so ein bisschen, wie es aussieht in der Meisterschaft. Das ist nämlich eine ziemlich coole Nummer, wie ich finde. Auch wenn Andrzej König und Alex Rambo eigentlich schon, ja, so ein bisschen enteilt sind. Aber nichtsdestotrotz ist es auf alle Fälle immer noch spannend. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Ah, okay. So, jetzt haben wir das hier. So, der André König führt mit 132 Punkten vor seinem Teamkollegen mit 130 Punkten. Und zwar nach 8 gefahrenen Rennen. Und das ist doch eine ziemlich eine Hausnummer. Also wir schauen mal so auf die Video und Poles. André König mit 3 Poles und 4 Siegen. Und Alex Rambo mit 3 Siegen und einer Pole. Und ja, wenn man jetzt die extra Punkte für die Pole von André König abzieht, wäre Alex Rambo eigentlich vorne. Weil dann hätte er nämlich 3 Punkte mehr, hätte er 129. Gut, dann müsste man den einen Punkt von Alex Rambo auch noch abziehen, hätten sie beide 129. Also extrem ausgeglichene und sehr, sehr performante Teamleistung, muss man ganz klar sagen. Jörg Pomani auf Platz 3 mit 95 Punkten, dann Achim Krause mit 92 Punkten, Jörg Lang mit 89 Punkten und Andreas Oerlich mit 80 Punkten. Also, und dazu muss man, und dann kommt Stefan Kahnes noch mit 57 Punkten, aber dem fehlt ein Rennen. Also der hat, ich glaube, im ersten Lauf musste der das zweite Rennen abbrechen, da war irgendein Zeitproblem. So, und dann haben wir hier in der Folge auf Platz 8 Matthias Leibold, Thomas Spieler, der erst ziemlich neu dazu ist, der ist mit 50 Punkten auf Platz 9, hat aber nur 4 Rennen gefahren. Also der wäre jetzt auch schon, sagen wir mal, wenn er diese Punkte nach wie vor einfährt, wäre er mit unter den Top 3. Also da ist auch einiges zu erwarten, weil dass so eine Saison immer glatt und sauber durchläuft, das für alle, das muss man erstmal hinbekommen. Oh, und dann geht das hier so weiter. Thomas Pacher auf der 10, Jörg Paschke auf der 11, Christian Wilms 12, Hans-Peter May auf der 13, Mario Schili auf der 14, Daniel Langer-Jägermann auf der 15, Mirko Wenzel auf der 16 und so weiter. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal noch so ein bisschen in der Teamwertung an, weil wir haben ja hier im GSM-F der Unterschied zum eigentlichen Porsche Mobilmann Supercup, den wir hier auch fahren, ist, dass hier eigene Teamnamen verwendet werden dürfen und die Autos gepaintet werden dürfen. Während im PMC ist alles Original, Original Paints, Original Teamnamen. Und da haben wir hier das Team von Alex und Andrzej First Row Competition auf Platz 1, logischerweise ziemlich deutlich, auch logischerweise mit 262 Punkten. BR Racing mit Jörg Lang und Achim Krause auf 159 Punkten auf Platz 2 und BH Racing 2. Und da ist es natürlich wieder eine tolle Sache, dass dieses Team, was ja insgesamt 4 Fahrer hat, dann schon auf Platz 3 rangiert, oder beide Teams auf Platz 2 und 3 rangieren, also auch ein sehr, sehr guter Teamerfolg. Team Online Motorsport auf Platz 4, Fastlane Racing auf Platz 5, Schwaben Express auf 6, Austria Racing Team auf 7, Platz 8 für Allstar Racing. Da muss man allerdings sagen, dass der Stefan Karnitz hier alleine für das Team unterwegs ist. Black Forest Racing auf der 9 und Platz 10 für das KA Race Team. So sieht das hier momentan aus. Jetzt gucken wir mal noch ganz schnell, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. Also, nein, Moment, ich habe dummes Zeug erzählt. Also, Jörg Lang, Max Melamed, Thomas Pache und Jörg Paschke. Das ist das Team BH Racing 1. Und Achim Krause, Tom Krüger und Thomas Spieler ist BH Racing 2. Und von daher ist das natürlich eine sehr ausgeglichene Teamleistung. Wobei ich jetzt sagen muss, dass der Max Melamed jetzt hier heute wohl nicht dabei ist. Und der fehlt natürlich. Der fehlt hier als Punktelieferant. Der hat hier immer, vor allem, wir erinnern uns vielleicht an das letzte Rennen, ist ein super gutes Rennen gefahren. Holt hier immer gut Punkte. Ja, nun müssen wir gucken, was heute hier mit WH Racing 1 wird. Vielleicht erlebt man ja sogar eine Überraschung, dass WH Racing 2 am Team 1 vorbeigeht. So, liebe Freunde des virtuelle Motorsports. Wir haben jetzt genau noch 5 Minuten bis zum Rennstart und wie Jens Poritz sagen würde, noch bin ich ruhig, aber wir warten mal ab. Also ich bin schon nicht mehr ruhig, also bei mir wird es schon langsam kribbelig. Und ich würde sagen, ich hole mir meinen vor ungefähr gefühlten 3 Stunden gezogenen Kaffee aus der Maschine. Da ich momentan auch Single bin, also Strohwitwer bin,
würde ich mal meinen, ist das auch okay mit kaltem Kaffee, weil da kennt man das ja gut. Kalte Pizza, kalter Kaffee, alles ist wunderbar. Ja, er ist kalt, logisch. So, Freunde der Nacht. Auf welchem Platz sind wir jetzt eigentlich? Ist der Mirko Wenzel jetzt schon da? Oha, da sind wohl doch ein paar Leute reingekommen. Und das wird jetzt sicherlich recht spannend. So, ich muss mal ganz kurz den... Robert interviewen, ob der jetzt schon was an der Startaufstellung geändert hat, weil das müssten wir dann eventuell noch tun. Okay. Da haben wir's. So. Meine Damen und Herren, wir sind wieder da und wir haben jetzt auch die Startaufstellung in die Reihe bekommen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles gut aussieht. Moment mal. Das stimmt jetzt, hier stimmt jetzt was nicht. Thank you.
leichte Verwirrung hier. Upsala, und da sehen wir hier gerade das Online-Motorsport-Auto von Mirko Wenzel hier mörderisch abfliegen. Ja, wir haben hier gerade ein bisschen dummes Zeug gemacht. Wir haben nämlich tatsächlich eine Grid-Ini von irgendeinem anderen Rennen eingelesen und da kamen natürlich dann die dollsten Sachen raus, nämlich zum Beispiel Mirko Wenzel auf 3, obwohl er gar kein Quali gefahren ist. Das haben wir jetzt noch eben gerade mal korrigiert. Alles ist gut. Und wir gehen jetzt mal hier in die, wieder in die Totale. Ja, die Totale wäre ja von vorne, aber natürlich ins Vollbild. Und wir gucken uns das jetzt mal so ein bisschen an, weil das Warm-up ist nämlich zu Ende. Die Herrschaften kommen jetzt in die Box. Und wir werden in den nächsten Sekunden, naja, Minuten, ups. Ja, da schiebt er den einfach weg. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Unglaublich, oder? Hat der Comani sich hier traut. So. Alles ist richtig. Und dann würde ich sagen, wenn die Herrschaften jetzt hier alle drin sind, dann können wir... Ah, Achim Krause kommt noch rein. Aber ansonsten sind wohl soweit alle in der Box. Wir sind eigentlich recht pünktlich hier. So, und wir haben jetzt 24 Fahrzeuge auf der Strecke, also bitte, geht doch. Ja, dann würde ich den Robert bitten, ins Rennen zu schalten. Ach Gott, was sind wir nervös. So, ich glaube, hier ist gerade eben was passiert. Ja, Jens, du sollst nicht nervös sein, du sollst gesund sein. Dann kannst du hier mit sein. Dann kannst du mit nervös sein. Aber jetzt überhaupt nicht. Überhaupt nicht geplant, mein Lieber. Dass du nervös wirst. So, es geht los. Die Herrschaften fahren jetzt aus der Box in die Startaufstellung, gibt's ein Formation Lab und dann geht's los. Wir haben 36 Runden hier vor uns. Das ist natürlich auch mal eine Ansage. Was hier für ein schönes Bild. Sieht das nicht toll aus? Also da muss man wirklich dem Alex Hummler das größte Kompliment machen. Also nicht nur, dass seine Texturen oder seine Strecken recht gut sind, sondern auch diese Kameras. Nee, ich sehe mich nicht, ich komme nicht raus. Wie, du siehst dich... Ups. Ob da mich erlassen? Mann. So, okay. Also. Ja, sehen wir hier. Jo, da kommen einige nie aus der Box raus. Dann wollen wir mal gucken. Nur die da nicht rauskommen. Ich habe mich schon gewundert, weil die da so komisch... Lustig, frag mal nochmal. Ich habe mein Auto gesehen. Mensch, geh doch mal bitte zu Robert. Alles klar. Jo. So.
es gibt scheinbar ein Problem hier. Einige Leute werden direkt beim Umschalten ins Rennen an die, ja, die stehen hier irgendwo außerhalb. So, ich versuche mal jetzt hier was ganz kurz zu klären. Da sind wir wieder. Vermutlich habt ihr das hier mitgehört. Attention paddock. Race car, please proceed to pit stop area immediately. So, okay, dann müssen wir hier nochmal ganz kurz bauen. So, okay, alles klar, das hätten wir hin. Ich denke mal, die Ampeln sind jetzt an.
Ja, was ein Spaß. Was ein Spaß. Also da standen ein paar in irgendeinem Zelt rum. Und ja, die waren sofort disqualifiziert. Wir haben das jetzt gelöst, das Problem. Vielen Dank an den Jörg Kormani für den Tipp. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber funktioniert jetzt alles. Und gut, vielleicht ist jetzt auch die nervliche Anspannung bei Jens ein bisschen, hat sich ein bisschen gelegt. So, wer fährt hier schon wieder raus? Edgar Ostermann. Ja, ich hatte extra gesagt, warten. Aber gut, ist jetzt auch nicht so das Problem. Ich denke mal, jetzt gibt es keine Probleme mehr. So, ich mache jetzt erstmal eine meiner Heizungen aus hier. So. Gut, ihr seht, also das ist alles noch so ein bisschen, weiß ich nicht, von vorne durch den Rücken in die Brust oder wie auch immer, wie man das sagt. ja, wir müssen dann hier immer mal noch so ein bisschen mit Mange reden. Das ist halt, wenn man kommentiert und gleichzeitig auch administriert. Ich bin heilfroh, dass der Robert heute da ist und wenigstens den Server mit bedient. Also was heißt wenigstens? Der Junge, der arbeitet derart viel für die Liga. Das ist ja schon fast unanständig. Also, ja. Und, ja, wie gesagt. So. Aber jetzt können endlich alle hier raus und können fahren. Und das ist ja nun mal der Sinn der Sache. Cutten kann man hier eh nicht. Na. Ach kommt, Jungs, jetzt macht hier, macht hin, dass wir jetzt hier endlich Action sehen. Ich bin schon völlig nervös. So, jetzt können wir hier auch unser Leak-System scrollen. Wann hatten wir das denn das letzte Mal? Großartig. Also das ist jetzt genau ein Auto unter der Maximalanzahl, die wir hier zulassen. So, Formation Lab geht los und wir sehen hier, dass König mal gleich richtig Gummi liegen lässt. Also nochmal zur Startaufstellung. André König auf der 1, auf der 2 Alex Rambo, auf der 3 Stefan Karnitz, auf der 4 Jörg Lang, Platz 5 für Andreas Oehrlich. Platz 6, Jörg Kormani, Platz 7, Matthias Enke, Platz 8, Andreas Borde, Platz 9, Sascha Engelhardt, Platz 10, der strafversetzte Achim Krause, eigentlich auf Platz 5 gefahren, Edgar Ostermann auf der 11, auf der 12 Christian Wilms, auf der 13 Felix Appelt, auf der 14 Daniel Lange-Hegermann, auf der 15 Yves Nekus, auf der
16 Mario Chili, auf der 17 Tom Krüger, der hat einen Start verpasst, auf der 18 Sascha Keimer, Fred Donger auf der 19, auf der 20 Thomas Pache, auf der 21 Andreas Braun, auf der 22 Hans-Peter Maid, auf der 23 Mirko Wenzel und ganz hinten steht Simrace TV. Nee, stimmt nicht. Micha Würz, der hat hier irgendwie, der ist ein bisschen strafversetzt worden jetzt, aber nicht, weil er eine Strafe hat, sondern weil wir da irgendwas falsch gemacht haben bei diesen ganzen Restartereien. Der war irgendwann vom Server und wir haben das nicht bemerkt. Der Jens hat noch irgendwie was geschrieben und ich habe dann geguckt und da war aber alles gut in der Aufstellung und ja, dann muss er wohl nochmal gejoint sein, weil, ja, da haben wir ihn jetzt nicht mehr in der Liste. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier einen ziemlich grandiosen Start sehen. Hoffe ich mal. Ich wünsche es mir. Und den Fahrern natürlich. Und noch viel mehr unseren Zuschauern. Weil die Porsche-Teile, die hier abfallen, die könnt ihr hier nicht mitnehmen. So, auf geht's. Die Ampeln sollten jetzt angehen, da sind sie. Und wir erleben jetzt den Start zum fünften Lauf. Und da ist irgendwie in der zweiten Startreihe, die sind nicht so besonders gut weggekommen, aber König führt. Und jetzt bin ich hier mal wirklich extrem gespannt auf die erste Kurve hier. Upsala, und Langen dreht sich. Oh, kommt hier aber noch durch. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier hinten wartet mal so ein bisschen. Also, ich denke mal noch im Bereich des Normalen. Wir gehen mal so auf Position 20. Auch da ist jetzt noch, die sind alle unterwegs, alles ist gut. So, und jetzt natürlich hier vorne. Oh, ich glaube, das ist Komani, der sich da dreht. Ich glaube, das war Komani. Das müssen wir uns jetzt nochmal... Ah, nee, das ist mir zu weit zurück. Oh, da war jetzt hier nochmal irgendwie ein Quersteher. Also das hat jetzt hier wirklich... Aber wirklich zu Schaden gekommen ist keiner. Die sind alle irgendwie drumherum gekommen. Und wir gucken jetzt mal auf die Position 1 vor. Und die